Ich halte hier eine Bombe in meiner Hand. Das hier ist eine Bombe, die täglich gezündet wird. Das ist eine Bombe, die teilweise stündlich gezündet wird. In vielen Köpfen ist sie drin, wartet nur noch darauf, scharf gemacht zu werden. Und darum sind wir nämlich heute hier, denn auch vor 102 Jahren und den Jahren zuvor wurde diese Bombe damals in Armenien, in der Türkei gezündet. Denn es wurde ganz konform, wie es in dem Buch vorgeschrieben ist, wurde gegen Minderheiten vorgegangen. Und wir möchten heute daran erinnern, wir möchten heute mahnen und wir möchten warnen. Denn wir sehen mit wachem Auge, was sich abspielt, und wir sehen mit wachem Auge eine erschreckende Entwicklung, dass unser NATO-Partner, ein Land, das in die EU möchte, dass dieses Land sich in einer erschreckenden Weise umändert, umwandelt, zurück ins 7. Jahrhundert. Und es wandelt exakt auf den Spuren von diesem Buch. Und ich bin als Katholik erzogen worden. Ich bin in die Kirche gegangen, ich habe das genossen und ich habe damals gelernt, du sollst nicht töten. Ich kenne einen Propheten, manche sagen auch, es ist Gottes Sohn, der hat gesagt, du sollst nicht töten. Und es gibt auf der ganzen Erde keinen Christen, der sich darauf berufen kann, wenn er doch tötet, dass er es wegen der Bibel oder wegen Jesus gemacht hat. Aber leider Gottes gibt es Tausende, Hunderttausende, die sich auf dieses Buch hier berufen und sogar dann Allahu Akbar rufen, wenn sie töten. Und wir sind heute hier, um, wie gesagt, zum einen zu erinnern, und wir wollen klipp und klar erreichen, dass endlich auch hier in Deutschland dieses Thema angesprochen wird. Zu lange haben wir zugeschaut, zu lange haben wir toleriert und wir laufen ins offene Messer. Die demografische Entwicklung geht dahin, dass wir schlicht und einfach vom Islam übernommen werden. Es wird ja auch von Politikern angesprochen, es wurde sogar im Ausland, im Fernsehen schon ganz konkret behandelt, wie werden wir mit Europa umgehen, wenn es islamisch ist. Und was ganz wichtig ist, selbst hier werden ja die Denkverbote immer deutlicher. Egal, ob es Facebook ist, zum Beispiel ein Islamkritiker, der selber aus dem Islam kommt, Imad Karim, wurde ja erst kürzlich auf Facebook gesperrt und nur wegen ganz großen Widerstand, wegen Einschalten von Rechtsanwälten, wurde die Sperre wieder aufgehoben. Und warum? Weil er schlicht und einfach die Wahrheit sagt. Und wir merken das nur langsam und schleichend, doch es entwickelt sich immer mehr. Geht doch mal einfach in einen Supermarkt. Geht in einen Supermarkt, geht in die Fleischabteilung, geht in die Geflügelabteilung und dreht dort die Packungen um. Und in fast jedem, sei es Norma, Netto, Real, was weiß ich, in fast jedem Supermarkt findet ihr auf einmal hinten ein Zeichen, das ihr zum Teil nicht kennt. Ich sag's euch, was es ist, das Halal-Zeichen. Es wird uns Halal-Fleisch einfach untergeschoben, weil mittlerweile der muslimische Bevölkerungsanteil so groß ist. Und ich sage euch eins, als Christ dürften wir dieses Fleisch gar nicht essen, denn für uns ist es einem Götzen geweiht und es wird uns einfach untergeschoben. Und so geht es immer weiter. Wie viele Schulen, Kindergärten fangen an, Schweinefleisch zu verbieten, weil sich irgendwelche Leute da bedrängt fühlen. Kreuze werden abgehängt. Wir haben es ja auch gesehen bei Kirchenvertretern. Sie verleugnen ihren Glauben. Sie hängen das Kreuz ab. Die Woche war es noch als Satire im Internet zu finden. Vielleicht haben Sie es gelesen. Sie haben jetzt das unsichtbare Kreuz erfunden, damit ja keine andere Religion, die damit ein Problem hat, nochmal brüskiert wird. So weit sind wir mittlerweile, statt dass sie sich hinstellen und stolz das Kreuz tragen und verkünden, dafür stehen wir. Statt dass sie sich hinstellen und sagen, es sind Millionen von Christen gestorben wegen dieser anderen Ideologie. Nein, sie biedern sich an. Und wir wollen das auf keinen Fall, und wir wollen erreichen, dass auch hier in Deutschland die Diskussion geführt wird. Wir wollen, dass entweder diese sogenannte Religion in unseren Augen eine Ideologie darstellt. Eine Ideologie zum Beispiel, schade, dass jetzt nicht mehr da sind, junge Leute, die vorher dieses selbstgemachte Banner hatten mit Nazis raus.
möchte ich kurz darauf eingehen. Die Nazis, damals auch unter Hitler, die waren glühende Verehrer von dieser Ideologie, denn sie haben dort viele Gemeinsamkeiten entdeckt. Auch wie es ja der Hamid Abdel-Samad sagt, es gibt sehr viele Gemeinsamkeiten im Denken, im Vorgehen, wie sie arbeiten. Und da müssen wir klipp und klar drüber reden. Und das muss in Deutschland fällig sein, das muss in Deutschland möglich sein. Und wenn dann Menschen, nur weil sie den Islam kritisieren, zum Beispiel hier in Bayern vom Verfassungsschutz beobachtet werden, in Bayern das Christentum, Buddhismus, Zeugen Jehovas, alles darf ich kritisieren, ist kein Problem, aber seltsamerweise nicht den Islam. Und da erhebt sich die Frage, da stellt sich die Frage, was läuft da schief? Gerade hier, wo unser die CSU vorgaukelt, sie würde christliche Werte vertreten, gerade hier in Bayern, wo noch Kirchenglocken läuten, wo noch Grüß Gott gesagt wird, wer weiß wie lange noch, da läuft was gewaltig schief und jetzt ist die Zeit, das zu benennen. Jetzt ist die Zeit, was dagegen zu unternehmen, denn schaut in die Kindergärten, schaut in die Schulen. Die muslimische Bevölkerung allein durch die, die hier schon sind und jetzt auch durch die, die reingeschaufelt werden, die wächst in einem enormen Maß, während die deutsche Bevölkerung mit 30, 35 Jahren sagt, ach, eigentlich möchte ich kein Kind oder wenn, vielleicht ein Kind, aber noch ist zu früh. Leute, wir schaufeln uns unser eigenes Grab. Wir werden zu einer Minderheit, weil wir uns, unsere Freiheit, unsere Demokratie, unser Land, unsere Heimat nicht verteidigen. Und das ist der Grund, warum ich immer wieder auf der Straße stehe. Das ist der Grund, warum ich heute auf dieses schreckliche Geschehen hinweise. Aber es ist ja nicht nur dieses eine Geschehen. Es ist ja seit 1400 Jahren. Man sagt ja insgesamt aufsummiert ungefähr 270 Millionen Tote. Das ist die Bilanz im Namen dieses Buches. 270 Millionen Tote wegen diesem Buch. Und damit muss Schluss sein, damit muss man aufhören. Sie müssen entweder dieses Buch entschärfen, alle Tötungsbefehle müssen raus, Mann und Frau müssen gleichgestellt werden. Zum Beispiel auch jetzt erst wieder in Pakistan wurde ein junger Blogger erschlagen, aber nicht nur erschlagen, der wurde geschlachtet auf offener Straße von hunderten Muslimen an der Universität, weil er kritisch war. Und Kritik ist nicht erlaubt, Kritik ist nicht erwünscht. Ich weise auch seit Jahren immer wieder darauf hin, zum Beispiel auf Raif Badawi. Raif Badawi, ein Mann, der in Saudi-Arabien im Gefängnis leidet, mittlerweile seit über 3 Jahren. Und warum? Weil er etwas gemacht hat, was für uns hier in Deutschland ganz normal ist. Er hat eines auf seine Homepage geschrieben und immer wieder gesagt, er hat gesagt, egal ob Mohammedaner, ob Jude, Christ oder Atheist, für mich sind alle Menschen gleich. Und wisst ihr, was mit dem Mann passiert ist? Der hat 10 Jahre Gefängnis, im härtesten Gefängnis in Saudi-Arabien. Der hat eine Strafe von 1000 Peitschenhiebe, das überlebt kein Mensch, und knapp 200.000 Dollar Geldstrafe bekommen, nur für diese Aussage, weil er diese angebliche Religion des Friedens kritisiert hat, weil er etwas gesagt hat, was für uns absolut human und normal ist. Alle Menschen sind gleich. Das wollen wir vertreten, dafür kämpfen wir und dafür sind wir heute hier auch in München. Kommt vorbei, nehmt euch Infomaterial mit, verteilt es unter Bekannte, lest im Internet, macht euch schlau. Ich habe hier zum Beispiel extra auch den Koran vorbei, hier von den Salafisten verteilt wurde. Es steht wirklich alles da so drin, wir brauchen nichts dazu erfinden. Es ist die traurige Wahrheit, es steht da drin und viele leben danach. Und ich frage euch eins, wenn wir zurückschauen zum Beispiel auf die Figur Jesus, der ja angeblich im Islam auch ein Prophet ist. Was hat Jesus gemacht? Jesus hat die Obrigkeit bekämpft, Jesus hat bekämpft, dass im Tempel Schindluder betrieben wurde, Jesus hat bekämpft, dass Männer und Frauen nicht gleichberechtigt waren und er hat immer wieder darauf hingewiesen, man soll nicht töten, man soll nicht stehlen und so weiter und so fort. Und was hat dieser andere Mann,
der so verehrt wird, der als der edelste unter den Menschen gilt, der letzte Prophet, wie sie ihn nennen. Was hat dieser Mann gemacht? Dieser Mann hat getötet. Es ist belegt. Dieser Mann hat töten lassen. Dieser Mann hat intrigiert. Dieser Mann hat Kriege geführt. Dieser Mann hat gelogen, betrogen, gestohlen. Und er hat auch, soweit die Geschichte überliefert ist, bereits mit einem Mädchen, das er mit 6 Jahren geheiratet hat und mit 9 Jahren den Geschlechtsverkehr ausgeübt hat. Und es gibt so viele Staaten mittlerweile, wo mittlerweile das Alter der heiratsfähigen Frauen runtergedreht wird, um konform zu gehen mit diesen 9 Jahren. Und ich sage euch eins, Leute, sowas wollen wir in Deutschland nicht haben. Wir wollen die Selbstbestimmung der Frau, wir sollen die Selbstbestimmung der Mädchen. Und wenn jemand, auch wenn er Moslem-Geburts-Mohammedaner ist, wenn er das nicht mehr sein möchte, dann darf er hier in Deutschland die Religion frei verlassen. Und wir möchten darauf hinweisen, wir dulden keine weiteren Ehrenmorde mehr. Wir dulden nicht, dass Männer mit Messern durch Fußgängerzonen rennen, mit LKWs rumfahren. Denn alles ist begründet, wie gesagt, hier in dieser Bombe, in Buchform, die leider Gottes auch in vielen Köpfen ist. Und wir gedenken heute der unzähligen Toten, 1,5 Millionen damals allein in Armenien und in vielen anderen. Und wir hoffen, dass das Töten aufhört.